Also wenn die zugemauert sind, dann... Ich frage mich halt echt, ob dieser Baum da sieht... Das sieht gruselig aus. Muss man dem doch lassen, oder? Da sind bestimmt wieder so leuchtende... Ah, Moment. Die Tür kann ich aufmachen. Gewölbte Vase mit Blumenmuster. Naja, nee. Ich packe jetzt hier nicht 1000 Vasen ein. Also, ich gehe mal zu dem Baum. Ich wage mich mal. Ich habe das Gefühl... Mega-Hack. Du hast eine Ausgabe von Mega-Hack gefunden. Enthält einen Source-Code zum Hacken von Geschütztürmen. Ah, okay. Dann hat es sich doch gelohnt, hierher zu gehen. Leuchtende Pilze, die können wir... Ah, okay. So, das ist doch gut. Hier sind noch ein paar Blümchen. Jetzt muss ich aber mal echt auf die Map gucken. Ich habe mich mittlerweile so derbe verlaufen. Da hinten Mars-Fusion-Schutzhütte. Okay. Ich könnte jetzt schon eigentlich direkt hier hingehen, oder? Ich glaube, so weit ist das nicht mehr. Hier wäre die... Nee, da ist irgendwo die... Nee, wo ist die... Da ist die Polizeistation. Ich bin viel zu weit weg, so. Dann würde ich sagen... Das müsste dann... Nee, nicht Süden. Müsste da so in der Richtung sein. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Dann können wir gleich zwei Missionen abgeben. Ich hab... Naja, egal. Ihr wisst ja, wie das ist. Also wenn ihr selber Fallout oder Skyrim oder sowas spielt, man verläuft sich ja eh ständig und macht dann irgendwelche anderen Sachen. Aber das Schlimme ist, man entdeckt halt hier auch überall einfach was. Also wirklich überall. Mal kurz gucken, ob ich in den Bus rein kann. Ah, der ist offen. Fancy Lads Kuchen, ein hellbrauner Anzug. Der Fahrer, ah, ne. Ich dachte, er hätte vielleicht noch so ein paar Bustickets, die wir ihm stibitzen könnten. Das wäre eigentlich ganz cool. Bin ja immer noch der Meinung, so Fahrzeuge oder sowas, das wäre noch echt geil in Fallout, wenn du dir hier so ein LKW oder so zusammenbauen kannst. Wobei natürlich das Wasteland dafür nicht groß genug ist, um hier effektiv mit dem Fahrzeug rumzufahren. Aber geil wäre es schon. Muss man ja sagen, oder? Nee, also ich fände es tatsächlich cool. Wenn ich hier so mit dem Auto rumgucken könnte, fände ich echt super. Super, super geil. Hier ist noch eine ganze Stadt, so wie es aussieht. Das heißt, wir müssen mal aufpassen. Die sind uns vielleicht nicht freundlich gesonnen. Da hinten ist wieder Diamond City. Es erhebt sich bedrohlich am Horizont. Also irgendwann müssen wir dahin. Aber wohl nicht mehr diese Folge. Weil jetzt sind wir erstmal hier. Ja, ein Spielplatz. Ist hier irgendwas... Geil, kann ich das ausprobieren? Nein. Schade, ich dachte, ich könnte darüber. Alter, sind die krass. Waren jetzt doch ein bisschen viele. Ich bräuchte mal so, für sowas bräuchte ich mal sowas wie einen Flammenwerfer. Oh, hier ist ein... Also, das waren jetzt echt sau viele, muss ich sagen. Wie gesagt, so ein Flammenwerfer wäre eigentlich ganz cool. Irgendwas, was so Area of Effect Schaden macht. Bus. Guck ich mal ganz kurz, ob die Tür offen ist, wie immer. Teerbeeren. Na, beim Busfahrer wieder nichts. Keine Tickets, keine Comics, gar nichts. Und es wird auch schon wieder dunkel, so wie es scheint. Ich finde es ganz gut, dass es in Fallout aber nie richtig dunkel wird. Supermutanten. Legendärer Supermutanten-Scharmützler.
Ich muss weg. Ersten haben wir. Ich habe jetzt allerdings noch... Oh Gott, das hätte ich mal sehen sollen hier. Das ist mir natürlich gar nicht aufgefallen. Kurz mal speichern, Dogmeat. Ich brauche... Hey. Warte da. Uiuiuiuiuiui. So, ich muss ein paar Sachen aussortieren. Oh, kurzes Kampfgewehr, das hört sich nicht schlecht an. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Und das mit Mündungsbremse gehärtet macht 10 mm, 18 Schaden. Was macht denn unser... Der macht allerdings 22 Schaden. Eine Laserpistole... Ah, wir haben auch noch eine Impro. Na, okay. Das kann erstmal alles da rein. Schmutzige Armeeuniform. Die würde ich gerne, glaube ich, anziehen. Jengels der Mondaffe. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt eingesteckt habe. So, das haben wir. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier. Kleidung. Nee, Moment. Ich wollte doch gucken nach der... Ist auch geil. Polizisten-Sonnenbrille. Schmutzige Armeeuniform. Die bringt gar nichts. Naja, doch Stärke und Beweglichkeit. Dann ziehen wir die tatsächlich mal an. Was bringt denn die... was war das hier? Polizisten-Sonnenbrille. Wahrnehmung. Ah, okay. Waffen wollte ich mal gucken. Da war doch hier so ein kurzes Kampfgewehr. Ich denke, das werde ich mal... Das packen wir mal auf die 5. So, 5. So, gleich ist das Inventar wieder voll. Warum sagt mir denn keiner, dass da Supermutanten sind? Speichern. Da ist nämlich noch der legendäre Supermutant. Vor dem habe ich noch ein bisschen Schiss, weil ich nicht weiß, wie ich den besiegen soll. Der ist da auch wahrscheinlich noch, oder? Alter, ich habe den doch bestimmt nicht erledigt. Supermutanten Selbstmörder. Das war dann wohl die... Ah, doch. Des Giftmischers Schlagstock. Cool. Der hat sich wohl selber erledigt. Das finde ich gut. Medford Memorial Hospital. Ah, das finde ich gut. Das Einzige, was mich stört, es gab keine XP deswegen für mich. Pah. Über diese Selbstmörder hier, Selbstmordattentäter. Aber wir sollen hier eigentlich noch nicht rein, ne? Da drüben ist eine Polizeistation. Ich glaube, da will ich auch nochmal hin. Gucken, ob wir uns da nicht irgendwie... Milk! Was? Sensor meldet feindliche Präsenz. Nein, 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 ich bin nicht feindlich. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Ich speichere nochmal.
Ich weiß nämlich nicht, was sich da gerade gemeldet hat. Hallo. Was? Ich muss sie noch irgendwie mal erwischen. Na super. Linker Arm, einer auf dem Kopf. Oh, so, den ersten haben wir. Aber irgendwo ist noch ein zweiter gewesen. Und wo ist Dogmeat eigentlich? Fällt mir gerade mal so auf. Hier geht's wahrscheinlich auch rein, oder? Malden Center. Wo ist denn Dogmeat hin? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ah, das ist... Okay, das ist wieder so eine... Irgendwie habe ich das Gefühl, der kämpft gerade irgendwo gegen den zweiten Synth, aber... Ich weiß halt echt nicht, wo der hin ist. Kaffeekanne, Telefon, irgendwas Interessantes hier. Ich meine, das ist eine Polizeistation. Süßkuchen. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, was zu essen. Ist immer interessant. Oh, was ist? Ich könnte langsam mal was essen. Hier ist eine Power-Rüstungsstation. Wo ist denn Dogmeat bitte? Der hat meinen ganzen Krempel dabei. Ach, ich bin so ein Dussel. Ich weiß natürlich, wo der ist. Mhm. Als ich vorhin umgeräumt habe, habe ich gesagt, bleib. Und dann wird er jetzt wahrscheinlich noch irgendwo hier hinten stehen. Oh, Dogmeat, das tut mir leid. Mal kurz warten. So, jetzt gehen wir normal weiter, dass ich die AP wieder aufladen. Was ist denn hier eigentlich bei dem Auto? Warum leuchtet das denn so? Ich gehe lieber weg. Nicht, dass das auch noch explodiert wie der LKW vorhin. So, irgendwo hier müsste Dogmeat doch sitzen. Ja, ich glaube noch ein ganzes Stückchen weiter hinten. Also so langsam müsste ich ihn doch wieder... Ja, hier waren die... Ah! Hey, komm schon! Ja, hier waren die Soldaten. Wie heißt der? Fred O'Connell. Achso, ich habe Fred Cocktail gelesen. Und Söldner. Und ein Gunner-Söldner. Ist das? Wie, die kann ich nicht einsammeln? So, Dogmeat, wir wollen in die Stadt. In die große, große Stadt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich frage mich manchmal, ob die Tages- und Nachtzeit hier von den Gegenden einfach abhängt, wo man ist. Langsam könnte es nämlich echt mal wieder Tag werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich vielleicht ob ich in das Hospital hier mal reingehen soll. Aber andererseits ist unser Inventar sowieso jetzt schon so voll. Ein Fleischsack. Ist das eklig? Igitt. Ich glaube, ich halte mich mal lieber bisschen fern davon. Ich finde das gerade ein bisschen zu eklig. Ich wette, hier ist irgendwas drin. Und ich frage mich, da waren zwei Synths. Ich hasse dieses Wort. Ich frage mich, wo der zweite hin ist. Das kann doch eigentlich nicht sein. Der muss doch da irgendwo sein. Ich meine, ich habe den nicht erschossen. Oder habe ich da irgendwie so einen Glückstreffer gelandet und dann liegt
Aber dann müsste der doch hier irgendwo liegen. Oh, der liegt da auch. Der liegt da tatsächlich. So, so ein Händler wäre jetzt auch nochmal geil, dass ich dem noch ein paar Sachen in die Hand drücken könnte. Ich gucke mir erstmal diesen Pulowski Selbstschutz. Da ist nichts drin. Hier ist auch Tür zu. Ich gucke mich jetzt hier halt erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Nee, das ist, glaube ich, nicht gedacht, dass wir da reinkommen. Ich werde es auch nicht forcieren. Ihr erinnert euch, was das eine Mal passiert ist. Nee, Moment, das war gerade nur Dogmeat, der mich, glaube ich, blockiert hat. Naja, gut, wir haben hier oben eh nichts verpasst, so wie es aussieht. Zwischendurch mal wieder speichern. Hier, schade, ich wollte hier eigentlich gerade... es geht tatsächlich, cool. Also, weil es sah eklig aus, aber cool. Slocums Joe Firmenhauptsitz. Das Poster ist geil, das hätte ich gerne. Dem räumen wir erstmal seinen Firmenhauptsitz leer. Braucht er ja eh nicht mehr das Zeug, sonst wäre der ja noch hier. Hier mal wieder gucken, ist natürlich nichts drin in der Power-Rüstungsschutz. Radiation King. Ich finde das so geil. Warum heißen die Radiation King? Slocums Joe. Das ist der Firmenhauptsitz von... Habe ich den Hund erwischt? Naja, ich nicht, aber... Also nicht ganz. Aber Dogmeat hat geregelt. Oh, Dogmeat, ich habe gerade was gesehen. Ich glaube, du kriegst bald ein neues Halstuch. Warum haben die eigentlich in ihren Schreibtischen alle Munition? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Eine Kaffeemaschine. Nee, das ist ein Wasserspender, oder? Das ist, nee, ich glaube, das ist eine Kaffeemaschine. So, manche Sachen würde ich gerne echt einpacken können. Ich guck mal, was oben noch ist. Auf jeden Fall eine Kochstation. Die nutzen wir natürlich direkt. Für XP und Inventar leerräumen. Mir ein Level up. Entfernen 50 Punkte Strahlung. Mutantenhundekeulen. Oh, gut zu wissen. Level up. Jawohl. Leckeres Ribeye Steak. So. Achso, warte mal. Was? Dreckiger Ödländer können wir herstellen. Cool. Tab. So, raus. Langsam sehen wir doch ganz cool aus. Naja, nicht wirklich, aber... So, Level up. Ja. So, Charisma hatte ich letztes Mal auf 5 gebracht. Dann würde ich jetzt, glaube ich, gerne Ausdauer nochmal... Oder Beweglichkeit. Wie viele Aktionspunkte du hast. So. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür ich das machen kann. So, wir sind das Level 15. Level 15 sind wir schon. Aber schon bei 40 Folgen oder so mittlerweile. Es wird lange dauern. So, wir gucken uns hier nochmal schnell ein bisschen um. Hier ist noch so, so eine Kaffeemaschine, aber auch nichts drin, ne? Ging es auch, glaube ich, noch weiter hoch, oder?